Freunde, ein neues YouTube-Video, ein Video, was ich so noch nie gemacht habe. Wir besuchen nämlich einen Fußballstar, der jetzt in der Champions League sogar getroffen hat, zu Hause privat, gucken uns die Einblicke an. Bei Eindhoven, Tor gemacht, Vorlage gemacht, in der Champions League, 25 Millionen Euro Marktwert. Und ja, wenn euch solche Art, die Art von Videos gefällt, schreibt es gerne jetzt schon in die Kommentare. Ist, wie gesagt, ein Kanal, der mir sehr wichtig ist, deshalb bitte ganz viel Liebe da lassen, kommentieren, tun meiner Meinung nach immer noch viel zu wenige, die Videos aber auch wiederum gucken, vielleicht sogar auch feiern, deshalb gerne Liebe da lassen. Und jetzt würde ich sagen, labern wir nicht ganz so lange, fahren wir zu Malik rüber und gucken, wie er zu Hause so privat lebt. So Freunde, jetzt sind wir bei Malik vor der Tür und ich klingel mal, guck mir, ich bin echt gespannt. Ich habe ja wie gesagt noch nie so eine Roomtour mäßig gemacht, aber bin gespannt, wie es gleich ist. Was geht, Brudi? Welcome, welcome. Alles klar? Oder was ein schönes Reich hast du hier? Ich schwör's dir, sehr, sehr geil. Willkommen, willkommen. Schuhe immer ausziehen. Ich kenne das von zu Hause. Ich hasse das, wenn überhaupt gefragt wird, Schuhe anlassen und ausziehen. Bro, wie viele Quadratmeter hast du hier? Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht. Aber so, es scheint vielleicht größer, als es dann am Ende des Tages wirklich ist. Aber du? Also es geht nur noch nach unten. Ach, guck mal, jetzt sehen die Zuschauer ein bisschen mehr. Crazy. Und du wohnst hier, hast du gesagt? Wie lange wohnst du jetzt hier? Knapp. Also in Eindhoven jetzt über ein Jahr. Also ich glaube schon fast eineinhalb jetzt. Aber hier selber erst seit knapp zwei. Ich gucke die ganze Zeit schon so rum, wo sind deine Trikots? Die Trikots, hast du irgendwelche Trikotsammlungen oder so? Das hat doch jeder Fußballer irgendwo. Die sind aber in meinem Zimmer, im Schrank. Aber du hast keine, so, die du selber von dir... Digga, ich glaube, er ist der chilligste Mensch, den ich je gesehen habe. Keine so, nein. Hier ist bisschen Zeugs, aber ich hab auch nicht so viele Trikots. Ich habe jetzt von Juve. Kenan, mit dem hast du da auch mal ein Video. Ich habe mit Kenan noch nicht gedreht, tatsächlich. Auch Juve McKennie von Lazio. Das ist ein krasses, wo du sagst, okay, das ist Davis von Alfonso. Ja. Kanada-Trikot. Also ich sag, er ist halt der bekannteste, denke ich mal. Das ist somit das... Das krasseste Trikot? Wo ich auch sage, ja, ist mit das. Feierst du? Mit dem bist du bis heute noch gut befreundet, oder? So, oder seid ihr ja, Kontakt? Hier und da haben wir immer mal wieder Kontakt, ja. Das ist dein eigenes USA-Trikot? Ja. Stark Nummer 7. Stabil, ja. 10? Ja. Und hier bei Eindhoven 7? Oder was hast du für eine Nummer? Ich glaube, ja, 7 habe ich gesehen. Jetzt 7, ja. Letztes Jahr hatte ich noch 10. Aber ich sag, die Nummer 7 ist doch jetzt für den Ball. Also, was Schlimmeres, von 10 auf 7 ist. Ich dachte, du willst proaktiv die 7 haben. Nee. Aber wie gesagt, die zwei Trikots feiere ich auch. McKennie, Mannschaftskollege von dir, ne? Ja. Und mit Kennern, hast du Jugend oder irgendwas? Ich kenne ihn oder wir kennen uns. Ja, wir waren beide bei Bayern. War noch einmal Soccerhalle zusammen 5 gegen 5 gespielt, deswegen. Einfach so mit den Jungs zu kommen, 5 gegen 5. Ja, aber zu Bayern-Zeiten dann noch? Ja, da waren wir beide noch in München, ja. Ah, okay. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Bruder, aber dass du jetzt als Profi sagst, komm, wir gehen in die Zockerhalle, jetzt haben wir ein paar Kumpels aber richtig reinknallen. Du hast hier, das ist alles in der alles Erdgeschoss, ne? Also es geht nur noch nach unten. Hier sind noch, also zwei Gäste, hier ist ein Gästeschlafzimmer. Hast du häufiger Besuch hier so, dass so Freunde, Familie? Ja, mein bester Freund spielt jetzt in, ja, sagt euch nichts, aber in Emmen, ist auch in Holland. Doch, sag mir was. Klar, FCM. Ja. Klar, Emmen kennt man. Emmen ist Familie. Es ist bei Meppen. Genau. Ja. Meine Frau wohnt in, meine Frau, so. Familie kommt aus Meppen. Ja, okay, dann macht Sinn. Ja. Emmen ist für uns. Er wohnt auch in Meppen. Und ja, wenn er kann, kommt er dann hier. Wie heißt dein bester Freund Frank? Wenn er aus Meppen kommt, ich kenne ein paar Leute. Ach so, nein. Also er wohnt nur da. Ach so, aber okay. Er ist jetzt auch erst neu dahin gewechselt. Tja, Alter. Wie heißt dein bester Freund? Digga. Das ist dann nochmal Gäste. Du hast zwei Gästezimmer, keine Ahnung. Ja. Bro, das sieht stabil aus, zwei Gästezimmer. Also, was braucht man eigentlich? Ein Bett, vielleicht ein Schrank, Spiegel. Man braucht ja einen Gast nicht wirklich. Du hast das Ringlicht ist aber nicht... Du machst keine TikTok-Videos oder TikTok-Tänze und so? Ich mach gar nichts. Ich hab mal, aber das war auch nur... Hast du wirklich TikTok-Tänze und so gemacht? Nicht so Tänze, ich hab einfach nur Faxen gemacht. Ich hoffe, ich kann das gleich ins Video einblenden. Aber ich hab die nicht mehr. Also sind auch alle gelöscht und alles. Das ist aber ja, hier, da waren wir ja schon. Aber das ist hier alles Miete, ne? Ja. Bruder, was ist das für ein... Boah. Geisteskranker Garten. Ich wollte gerade... Alter. ...sagen, das ist Champions League, Bro, aber das trifft ja in deinem Fall auch zu. Das ist aber wirklich Champions League. Bruder, das ist ein geiler Wintergarten. Also, hier hast du deinen Pool, der
abgedeckt ist. Ja. Kunstrasen verlegt, Bro. Kunstrasen. Hier zwei liegen. Das ist schon stark. Gibt Schlimmeres. Ich will ja bauen, ne? Also ja. Ich will mit meiner Frau gerne bauen. Und genau so hätte ich es so vom Gartenbereich auch gesagt. Ich will Kunstrasen verlegen, meinen Pool da haben. Genauso stellt man sich das vor. Auch das finde ich saugeil. So von, also wirklich sau schön. Dann im Sommer grillen. Schon cool. Du rennst vor der Küche weg. Bist du kein guter Koch? Ich kann kochen, aber ich hab einen Chefkoch mittlerweile. Echt jetzt? Also. Boah, das ist heftig. Also hast du einen eigenen. Ich habe mit Demirovic, du hast das Video gesehen, der hat auch seinen eigenen Koch. So. Ja. Du hast gehört, was er für seinen Koch zahlt, ne? 3.200 € im Monat. Aber der kauft noch quasi auch Gerichte und so ein. Zahlst du mehr oder weniger? Ich will nicht den Preis wissen, aber nur, ob du mehr oder weniger zahlst. Ein ganz kleines bisschen mehr. Aber also er macht auch, sich dann alles im er macht auch meine Einkäufe. Kocht jeden Tag. Also wir haben auch eine Dings bei uns, eine geisteskrank, ich schwöre. Beraterin beim Verein halt. Ja. Und mit der spricht er sich auch ab. Das ist so alles so krass professionell, ey. Boah, crazy. Also ja, ist eigentlich perfekt für uns oder für mich quasi jetzt gerade. 100%, das glaube ich. An sich haben wir, wir haben Frühstück und Mittagessen beim Verein. Ja. Abends kommt er dann hierher. Und sagen wir, ich habe Spättraining oder ich habe einen freien Tag, dann kommt er entweder zum Frühstück oder zum Mittagessen und dann auch noch zum Abendessen. Okay, das ist natürlich Jackpot für dich, ne? Ja. Super. Wie ist das dann? Das heißt, dein Koch kommt dann hier, kocht er dann direkt hier in der Küche oder kocht er zu Hause? Oder? Nee, er kocht hier, kocht, räumt auf, geht, fertig. Oder bestes Leben, Alter, was willst du mehr? Ja. Ich glaube, so kann man es sich gut leben lassen. Deine Möbel, hast du die alle hier in Holland gekauft oder in den Niederlanden gekauft? Die oder? War hier alles möbliert. Die war schon möbliert und du konntest einfach hier rein. Ja. Darf ich fragen, was man hier zahlt in den Niederlanden für so eine... Boah, das interessiert mich jetzt auch. Für so ein Objekt, so ungefähr im Monat. Gibt es große Unterschiede jetzt im Vergleich zu Deutschland oder ist das so ein ähnliches Preissegment? Ja, ich weiß also nur aus München. Okay, München also ist aber teuer. München ist sehr teuer. München findest du hier so ein Haus nicht für den Preis. Ne? Okay, ja, wollte gerade sagen, München ist extrem teuer. Ja. Ich weiß das. Also, keine Ahnung. Ich finde auch München, Berlin und so sau teure Stadt. Ja, was zahlt man da für so ein Haus? Habt ihr da so ein Gefühl für oder? Ja. Unten hast du da Keller, ne? Da bin ich gespannt. Geht hier nur noch nach unten. So, geht Licht an oder machst du? Ja, so geht. Aber es ist Holland halt. Ich habe halt keine Ahnung, ne? Was schätzt ihr da so ein? Automatisch an. So. Miete im Monat. Hier fängt's an. Waschbereich, also nichts Besonderes eigentlich. Also wir haben ein bisschen Waschmaschine. Waschmaschine, Trockner. Ja. Aber wäschst du deine Sachen selber? Ja. Das kriegst du im Monat. Waschen kann ich, ja. Ich kann das nicht. Hast du die Tischtennisplatte selber hier hingebracht? Oder war die schon selber? Die habe ich hier selber hingebracht, selber aufgebaut. Muss mir jetzt. Denkt ihr 4K? Ist aber für so ein Haus, ist es viel oder ist es wenig? Eli zahlt mehr als 4.000, da könnt ihr euch sicher sein. Eli zahlt mehr als 4.000, da könnt ihr euch sicher sein. Deine Qualität in eine Runde treiben. Du weißt gar nicht, was das für ein Akt war, diese Kacke hier runterzutragen. Aber ja. Aber hast du auch frisch gekocht, man sieht Kartons noch hier. Ja, also manchmal spiele ich mit meinem... mit meinem Physio. Ohne Sinn. Gegen den habe ich echt gar keine Chance. Das ist schon maximal gut. Digga, ich gehe so nicht weg hier. Der war nochmal mit Hass. Den Punkt muss ich mir nochmal nehmen. Sonst sagen wir, das ist ein Vollversager. Der kriegt gar nichts hin. Aber ja, hier ist einfach nur ein bisschen Spaß haben mit Freunden, Musik hören, Tischtennis spielen. Hier geht's zur Sache. Dann müssen auch mal die Jacken ausgezogen werden, weil man schwitzt. Und dann geht's richtig hier wird's ernst, ja. Boah, das ist aber krass groß hier. Oh, okay. Bruder, das ist crazy. Digga. Das ist... Brudi, was ist das für eine Bude? Hier ist ein kleiner Spaß. Spaß, Schrägstrich, Bar,
Schrägstrich zocken, ja. Ach, ich guck gerade, geht ja hier noch weiter. Hier ist auch noch mal so eine Playstation Area, ein bisschen hier, FIFA zocken. Hier bin ich am Zocken, FIFA. Sind das diese Champions League Bälle, von denen du geredet hast? Ist das so ein originaler Champions League Ball, der so schwerer ist? Ach so, ja. Aber es ist halt platt gerade. Aber ja, die sind eigentlich auch immer noch genau gleich, glaube ich. Ist das von irgendeinem Spiel oder so gewesen? Oder hast du den einfach so? Nee, einfach von der Saison. Ich feiere auf jeden Fall deine Area, die du hier gebaut hast, ehrlicher Gym. Hey, ich würde es genauso machen. Auch diese Bar, geil. Großer Fernseher, noch ein bisschen FIFA zocken. Uli, du hast meinen Traum dir erfüllt, ich schätze, genauso würde ich es machen. Kann man gut leben. Dann hier rechts. Geht nochmal weiter. Also hier ist nochmal. Hier ist ein WC. Boah, aber der ist ja ganz alleine in so einem Haus. Ganz alleine. Achso, so. Nichts Besonderes. Mir auch, ich schwöre irgendwie. Xado, mir irgendwie auch. Ich wollte es nur nicht aussprechen. Ja, gut, aber trotzdem wichtig. Und hier ist noch ein kleines Schmuckstück. Guck, das geht ja immer. Was bietet diese Bude hier alles? Digga, das ist crazy. Ab und an einem freien Tag finde ich hier ein kleines bisschen. Was ist das für ein Ding da hinten? Oder ist wie heißt das? Ja. Dann was? Hier ist eine Rotlichtsauna. Wow. Was ja eigentlich auch ganz gut ist, wenn man es will, für Recovery. Aber so muss eine Bude für einen Fußballer aussehen. Ich schwör's dir. Du hast deine Sauna, dein Soli hier, dein Gym. Aber du bist schon hier am Trainieren und so, wenn ja. Du so ein bisschen. Also ich sag, an einem freien Tag, dann komme ich hier schon hin, mach ein bisschen Oberkörper. Hast du das selber hier eingerichtet oder war das auch schon? War alles schon hier. Soli, Sauna, ja, alles? Ja. Also hier haben wir auch vorher Fußballer gewohnt, deswegen. Okay, dann haben wir schon fast so eingerichtet. Ja. Dein Fernseher noch dabei, das heißt, du kannst Fußball gucken und nebenbei noch pumpen. Ja. Ist perfekt. Das ist Weltklasse, ehrlich jetzt. Kann man machen, Bruder. Kann man auf jeden Fall machen. Sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr schön. Wir waren in diesem Raum noch nie. Das Bungalow, ne? Ich wollte immer sagen, Haus, ja. Haus, Bungalow. Und hier ein bisschen Stauraum. Da wäre auch noch, also kann man ausklappen, wäre noch ein Bett, falls man es braucht. Aber. Was zauberst du uns noch hier hin? Einfach mal. Wenn man es braucht, kann man auch noch. Kann man einfach hier nochmal. Hier notfalls schlafen, ja. Ja, auch nicht schlecht. Die Bar ist schon für mich so mein persönliches Highlight. Ich feiere schon mit am meisten, muss ich sagen. Aber ich sag auch, ich bin hier am längsten vom Tag. Also einfach nur da hinten in der Ecke. Ehrlich? Und zocke einfach, ja. Aber warum oben dann nicht? Oben ist so auch gemütlich so. Ist lieber hier. Ja, ruhiger, dunkel. Du brauchst so, 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 muss, man, genauso, so ja. Muss man zocken. Was zockst du? Dunklen Raum. FIFA. FIFA, NBA. Ab und zu Fortnite. GTA. Ich bin eigentlich offen für jedes Spiel. Formel 1. Also zockst du relativ viel, so, wenn du jetzt gerade kein Training und so hast? Dass du dann so. Oder was denn da sonst? Du bist ja in Eindhoven, so deine Freunde in München viel. Ja. Nach dem Training, was machst du? Was geht da so meistens so? Ich rufe meine Freunde an, FaceTime. Okay. Red mit denen. Wenn wir Bock haben, zocken wir. Wenn nicht, entweder schlafe ich. Kurz Powernap. Oft gehe ich auch mit manchen aus der Mannschaft irgendwo hin, was essen oder einfach zu denen nach Hause ein bisschen Spiele spielen. Du hast es ja auch gesagt, dass das hier in Eindhoven zum Beispiel anders als in München ist. Ja. Hier 100%, du hast ja nur Fokus auf Fußball. Ne? Ja. Und das ist ja vielleicht auch das, was gerade deine Saison auch ausmacht oder deine Spielzeiten hier. Ja. Also, dass du wirklich nur Fokus auf Fußball hast und dann. Hast du, kann ich als Außenstehender sagen, echt top entwickelt. So, ne? Also okay, danke. Kann man schon festhalten. Ich glaube, jeder, der deinen Weg so ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß, dass das schon Wahnsinn. Aber vielleicht war es genau das der richtige Step. So, weißt du, München ist eine große Stadt, jede Woche. Ich habe keine Ahnung, wie ist denn in Holland so? Ich weiß nicht, so mit Fans. Also ich kann es jetzt gar nicht so wirklich irgendwie einschätzen, ob man da jetzt viel erkannt wird, nicht erkannt wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Jedes Wochenende, du hast so viele Möglichkeiten. Ja. Ich wohne hier selber an der holländischen Grenze. Ja. Es geht halt eigentlich nur in Amsterdam richtig was. Ja.
Und alles andere. Amsterdam, Rotterdam, aber es wird danach hört es auch schon auf. Ja. Danach ist schon ein bisschen ruhiger, wobei Eindhoven auch schon keine so kleine Stadt ist. Ja. Ne? Aber es ist im Verhältnis zu München, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Wahnsinn. Aber ja, das war's. Das war die Bude. Alles gesehen. War schon eine beeindruckende Bude, schon sehr, sehr cool. Freunde, jetzt sind wir in meinem kleinen Reich. Ich bin ein absoluter Schuhfanatiker, wenn ich das so gesehen habe hier, mit den Kartons oder gar nicht. Doch, kann man schon so sagen. Wie viel Paar hast du da? Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen so 60, 70. 60, 70? Ja. Boah, ich dachte, also ich dachte, ich bin schon so schuhverrückt so. Ja. Aber 60, 70? Wie viel hast du denn? Wenn es hochkommt, ich muss mal alles anziehen, 25, 30, die Hälfte, wenn überhaupt. Und ich dachte, meine Frau sagt auch mal zu mir, du sammelst so geisteskrank, so wie so verrückter Schuhe. Und ich liebe gute, also wenn die cool aussehen. Was ist dein Favorite-Schuh? Der hier, oder allgemein diese. Der hier, man denkt vielleicht, dass der absolut unbequem ist, aber der ist unfassbar bequem. Der sieht so unfassbar unbequem aus. Der sieht so. Den feiere ich aber auch. Welchen ich auch, ich habe einen habe ich am Eingang gesehen, den habe ich genau. Bruder, er ist der chilligste Mensch, den ich bis jetzt gesehen habe, glaube ich, in meinem Leben. Ich schwöre. Oh, den habe ich auch zu Hause. Genau sogar dieselbe Farbe. Die kannst du aber auch nur zu bestimmten Outfits tragen. Ja. Der ist cool, feiere ich mega. Den habe ich auch in vielen Farben, wenn ich ehrlich bin. Den hast du in Weiß, sehe ich gerade noch. In Schwarz. Gelb. Ich habe den einmal in Weiß, Dunkelblau und einmal den, ach, Gelb auch noch. Aber Schuhfanatiker, der Mann. Louis, wie muss ich sponsern, Rudi? Im Badezimmer noch, oder nicht? Badezimmer sind wir durch, ne? Ja. Hast du Badewanne oder Dusche? Beides. Ja, ich finde, die Dusche ist schon cool, aber das ist. Oh, das ist schon ein bisschen different. Das ist schon ein anderes Level. Hier auch ein Dings, Fernseher. Kannst dich reinsetzen, Netflix schauen oder was auch immer. Das ist genau das. Du lebst meinen Traum. Ich weiß, du weißt, was gut ist. Das ist schon wild. Bist du oft am Baden und Fernsehen gucken noch daneben oder gar nicht? Noch nie. Also hier war ich noch gar nicht. Warum? Aber ich gehe eigentlich nur baden, wenn ich krank bin. Und ich bin echt selten krank. Ich gehe, ob du mir glaubst oder nicht, bei mir selber einmal am Tag immer baden. Ja? Unabhängig von du. Allah, ich habe leider keine Badewanne, ja, was soll ich euch sagen? Sag ich euch zum Ersten, sag ich euch ehrlich, Kamari, keine Badewanne. Inshallah. Irgendwann vielleicht, maybe. Ich liebe Badewanne. Ich glaube, Sid ist genauso wie ich. Der ist auch so Badewanne verrückt. Ich liebe Baden. Aber sieht relativ ausgetrocknet auch aus, so, wenn die noch nie benutzt wurde, so ehrlich gesagt. Aber mit Fernsehen, Bro, du hast. Eigentlich muss ich echt. Ich das muss nutzt eigentlich. Das mal. Ich habe keine Bade. Bruder, ich habe nur normale Dusche. Lass es deinem Körper gut gehen. Ja. Mega. Ja, dann haben wir es, ne? Ja, Mann, Badewanne nach dem Training im Winter, zu crazy. Abo! Durch, also wirklich eine sehr, sehr, sehr coole. Wie alle, Chat, wie alle. Inshallah, irgendwann wie alle. Jeder von uns. Wie alle, Habibis. Ups, wie alle. Immer so denken. Wenn wir so denken, dann ist super. Eine Bude. Weiß nicht, ob die Zuschauer sowas vielleicht häufiger sehen wollen. Das ist wirklich Aber da sieht schon sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Das Mal, dass ich das mache, ne? Ja, wenn euch das Spaß macht, dann werden wir das häufiger machen. Ich mag so Vlogs so nebenbei. Ist, glaube ich, auch entspannt, wenn Zuschauer das nebenbei beim Essen noch mal gucken wollen. Malik, seinen Weg werden wir auf jeden Fall immer weiterhin verfolgen. Fleißig da auch Liebe lassen auf dem Instagram-Kanal. Blende ich euch natürlich ein und...